mobile Mediennutzung ist für Verlage Chance und Herausforderung zugleich. Wie soll eine Medienmarke am Smartphone präsentiert werden, wie am Tablet? Und wie kann man die neuen Angebote finanzieren? Beim 6. Expertenforum Mobile Media der VDZ-Akademie in Hamburg wurden diese und andere Fragen diskutiert. Eine Medienmarke, egal wie ich das Internet gerade verwende. Für die Nutzer wird es immer unwichtiger, wie sie ihr Lieblingsmedium konsumieren. Der Guardian und einige andere Medien machen es vor. Mobile Website, App, Social Media Integration, für jede Plattform das perfekte Angebot. Steve Wing, Business Director Mobile von Guardian News and Media, glaubt, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Bis zum Fernsehbildschirm. I think you'll just see a much more integrated approach to screens. So I would expect to read The Guardian on my television, on my phone, on my personal computer, and for it to know where I am, where I last read it, and to pick up from there. So I'd expect it to be much more sophisticated than it is now. But I think that many consumers will just have lots of different devices, lots of different screens, and they will just expect you to be there wherever they are. Dabei sollte jedes Angebot auf die jeweilige Nutzungssituation zugeschnitten sein. Taylor Westcott ist Group Product Director der Time Out Group. Er erklärt, dass selbst zwischen der Nutzung von Tablets und Smartphones wesentliche Unterschiede bestehen. Am Smartphone ging es vor allem darum, an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt man das Angebot nutzt. Dieses müsse so gestaltet sein, dass man innerhalb weniger Klicks genau jenen Inhalt bekommt, der in der Situation gerade besonders relevant ist. So that's our mobile strategy. Whereas with the tablet, as I tried to demonstrate in the presentation, we believe it's a little bit more about the lean back on the couch, consume deeper content and be entertained rather than on the mobile phone. Unterschiedliche Plattformen sind nicht die einzige Herausforderung. Katharina Beuchert, Geschäftsführerin von Spiegel Online. Also noch ist die Monetarisierung sehr schwierig. Wir haben wenig Werbeformen, wir haben wenig Raum für Werbung. Die bisherigen Werbeformen sind was die optische Opulenz angeht, relativ begrenzt. Erik Peper, Geschäftsführer der WAZ New Media, ist vorsichtig optimistisch. Also das Wachstum und die Möglichkeiten sind da. Wirtschaftlich ist das aber alles noch sehr, sehr kleines Niveau und in der Regel ein Zuschussgeschäft. Aber so ist es halt, wenn man entwickelt und am Start ist. Tablets, Apps und Co. Die Medien- und Verlagshäuser haben begonnen, sich in der Welt der mobilen Medien zurechtzufinden. Einige Hürden müssen aber noch überwunden werden.